Ich empfinde es als ganz schlimm, weil man mir eigentlich keinen persönlichen Kontakt mehr zu den Patienten aufbauen können, sondern wir unsere Arbeit leisten müssen. Und da bleibt eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für mehr, als für die notwendige Arbeit, die getan werden muss. Aber wir von Verdi nicht alleine, sondern auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Durch den Personalabbau sind in den letzten 10, 15 Jahren massiv Stellen weggefallen und mittlerweile summiert sich das Ganze eben auf 162.000 Kräfte, die in deutschen Krankenhäusern fehlen. Das hat Verdi durch einen Personalcheck vor 2 Jahren festgestellt. Verdi fordert eben für die Krankenhäuser eine gesetzlich festgelegte Personalbemessung. Das heißt, es muss genau festgelegt sein, wie viele Patienten da sind und wie viele Pflegekräfte ich dafür zur Verfügung haben muss.